Ja, hallo, ich bin die Sarah aus Kärnten von Villach. Angefangen hat es schon vor Monaten, wo ich das aus Wien verfolgt habe, wo schon seit Monaten immer wieder regelmäßig öffentliche Rosenkranzgebetszüge stattfinden. Und ich habe immer Sehnsucht gehabt, das bei uns auch zu machen, aber es hat niemand irgendwas organisiert oder die Kirche irgendwie aufgerufen, niemand. Und bis sie dann den Aufruf von Pfarrer Ignaz Steinwender, diesen beherzten Priester, gelesen habe. Und ja, das war für mich dann irgendwie Öl ins Feuer und der Stein, der das alles ins Rollen gebracht hat. Und dann habe ich das für Villach, eigentlich in Kärnten, glaube ich, war die erste, die das organisiert hat. Und am 1. Dezember gestartet. Und warum ich das mache? Ja, also das große Vorbild ist natürlich der Pater Petrus Pawlicek, die damals bei der nach dem Weltkrieg die Belagerung eben von Wien und ganz Österreich in Wien das gestartet hat, den öffentlichen Rosenkranz-Sühnegebetszug. Und ja, die Mutter Gottes ist diejenige, die uns als einzige noch helfen kann. Und Jesus und ja, das Sturmgebet zum Himmel und das öffentliche Bekenntnis zu Gott und die Vereinigung mit ganz Österreich und vielen Nationen in der Welt. Ja, das ist einfach eine Power, die viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Ja, das ist ein schönes Erlebnis. Es war heute, nach unserem Rosenkranz-Sühnegebetszug, habe ich noch einige Erledigungen gemacht und habe in zwei, drei Geschäfte müssen. Und da habe ich natürlich meine Fahne mitgehabt. Wo soll ich sie denn dabei irgendwo deponieren, bis ich beim Parkplatz bin? Und dann hat mich die Verkäuferin gefragt, was das für Fahne ist und was das bedeutet. Und dann habe ich ihr das erklärt. Und das ist eine gebürtige Italienerin, die auch jeden Tag von Italien zu uns zur Arbeit fährt. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie eine sehr gläubige Oma gehabt hat und das Ganze wirklich von Herz zu Herz mitgekriegt hat. Und ja, die habe ich dazu, wie soll ich sagen, gewinnen können, dass sie bei sich in Italien das jetzt genauso startet. Und dann im anderen Geschäft, die kann nicht mitgehen mit uns beim Rosenkranz beten, aber sie hat gesagt, sie verbindet sich mit uns im Gebet zu Hause und betet jetzt auch jeden Tag den Rosenkranz. Und dann bin ich zum Parkplatz gegangen mit der Fahne über der Schulter und dann kommt mir da ein Mann entgegen und freudestrahlend, weil ich eben auch so fröhlich war und voller Freude, hat er gesagt, oh Österreich, wofür kämpfst du? Und dann, die Frage habe ich irgendwie so schön gefunden und dann ist mir eigentlich spontan nichts anderes eingefallen, als wie zum Himmel zu schauen und zu sagen, für Jesus. Und dann hat er gesagt, oh, schön, das ist aber toll. Und das ist eigentlich in der jetzigen Zeit nicht üblich, dass das so einen Anklang findet. Und ja, also das war einfach eine ganz schöne Erfahrung, dass das so vielen Menschen anspricht und Mut macht und entzündet, wenn man selber ein Feuer im Herzen hat. Und das ist einfach etwas, was man nur erleben kann, wenn man es tut und wenn man rausgeht, aber wenn man nur kleine Gruppen ist. Wir sind 12 Leute heute gewesen. Aber es reicht, weil wir machen das regelmäßig, jede Woche. Ich mache das wöchentlich zweimal, Mittwoch am Abend um 6:30 und Donnerstag um 9:30. Und es ist so ein bestärkendes, inspirierendes Gefühl, einfach da gemeinsam zu beten, durch die Straßen zu gehen, das Zeugnis zu geben und ja, es wirkt und es gibt Kraft und Mut und Hoffnung und Zuversicht. Gottes Segen. Tschüss.